Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Slam in NRW. Heute sind wir mal nicht auf Slams unterwegs und reden da mit Zuschauern, Moderatoren, Slammern. Nee, heute gibt es eine Studio-Ausgabe und noch eine zweite Besonderheit. Wir sind diesmal im Video und als Podcast vorhanden. Wer also auf das eine mehr als das andere Bock hat, der sollte einfach den Kanal wechseln. Ja, ich habe zwei wunderbare Gäste heute hier. Das ist einmal der Zwergriese und einmal Jay Nightwind. Und wir wollen heute über ein ganz bestimmtes Thema reden, nämlich brauchen wir im Slam eine Berichterstattung? Braucht die Slam-Szene eine Berichterstattung? Und diese Frage gebe ich direkt mal an euch beide weiter. Jay, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, gerne, weil die These kommt ja so ein bisschen auch von mir. Mir ist das aufgefallen, in anderen Szenen ist das durchaus üblich. Es gibt halt eine Berichterstattung und die Slam-Szene ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall ein bisschen aus der Subkultur rausgewachsen, aber auch nicht so ganz im Mainstream angekommen. Wir wackeln irgendwo dazwischen rum. Und dann habe ich mir angeguckt, wie andere Kulturszenen funktionieren und es fällt halt auf. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass irgendwelche Leute, die ferngesteuerte Boote basteln, am Hauptbahnhof eine Zeitschrift kaufen können und da nachlesen können, was der neueste Shit ist bei irgendwelchen Fernlenksystemen. Ich kann aber keine Zeitung am Bahnhof holen und mich über Slam informieren oder Bühnenliteratur auch im Allgemeineren. Was ich halt beißend ironisch finde bei einer schreibenden Zunft. So. Okay, Marius, was sagst du? Brauchen wir in der Slam-Szene eine Berichterstattung? Ich glaube schon, auch wenn ich tatsächlich gerade darüber nachdenke, mir eine Zeitschrift über ferngesteuerte Boote zu kaufen. Ich glaube einfach, dass es viel Interessantes gibt, einfach was hinter der Bühne ist und wo es für uns einfach vollkommen normal ist, zu wissen, was alles dazugehört. Aber jetzt, wenn ich versuchen würde, mich in die Position eines Menschen zu versetzen, der eben einfach nur zu einer Veranstaltung geht und im Publikum sitzt und das vielleicht immer wieder macht, da kommen ein paar Einblicke, aber es ist so ein winziger Teil von dem, was eigentlich passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, schon spannend, da einfach mehr zu zeigen von dem, was bei uns passiert, weil wir einfach so unterschiedliche Charaktere in dieser Szene haben und so eine Vielfalt, die einfach echt spannend ist, finde ich. Das heißt aber, du sagst auch, man müsste, oder du würdest gerne den Schwerpunkt darauf setzen, zu berichten, was im Backstage los ist und was mit den Menschen los ist, was die vielleicht neben Slam machen noch oder was die generell machen und weniger irgendwie Wert darauf legen, dass immer klar wird, ja, der ist gerade Meister, da findet die nächste Meisterschaft statt. Also weniger Ereignisse, sondern sich mehr um die Menschen kümmern quasi. Die Ereignisse kannst du ja tatsächlich, wenn du willst, findest du die auf jeden Fall irgendwo. Und vielleicht jetzt nicht, also ich glaube, wenn wir jetzt jedes Mal irgendwie ein Mikro oder eine Kamera im Backstage hätten, dann wäre das wieder sehr, sehr unangenehm. Weil da bestimmt auch so manches Gespräch interessant ist. Aber ja, einfach so dieses, was noch dazugehört. Und das gerade eben, klar, für Slam gehört es dazu, dass es diese Bewertung gibt, dass es in der Regel einen Sieger oder eine Siegerin des Abends gibt, aber das ist nicht das, was das Format sonst ausmacht für die Leute, die es machen. So, sondern du steckst da viel Energie rein und ich glaube, manchmal ist es auch interessant, einfach ein bisschen Background zu Texten zu erfahren, so was da eigentlich drinsteckt, weil es ist, ich glaube, die Innensicht und das, was Menschen, die da vielleicht keinen persönlichen Bezug oder zu dem Thema immer einen Bezug haben, dass da es viel mehr zu entdecken gibt. Genau wie ja, wenn du dich in den Deutschunterricht setzt und, weiß ich nicht, Brecht, Goethe oder sonst wen auseinandernimmst oder Kafka, dann kommen da Sachen raus, die jemand, der das erste Mal liest, bestimmt nicht entdeckt hätte. Und das ist bei manchen Texten extrem schade, weil das eben dann oft auch die Texte sind, die nicht die Zähne abholen. Du hast gerade schon so genickt. Wäre das auch für dich der Fokus? Nee, ich habe deshalb genickt, weil ich das als sinnvoll erachte, aber gleichzeitig auch denke, du musst halt beides machen. Also das ist nämlich das, was unsere Szene so ausmacht und was so wenige verstehen ist. Das gibt so diesen Bereich, wir sagen die ganze Zeit unter uns Slammern, das ist schon der erste Punkt, wir Slammer untereinander sagen, die Punkte sind nicht der Punkt, es geht darum, einen schönen Abend zu gestalten und das ist ja auch eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die, wenn wir vorne ans Mikrofon gehen, wir den Zuschauern selten so verkaufen, sondern wir sagen, hier sind Jurytafeln,
und ihr dürft jetzt werten und sowas. Hier ist dieser Wettbewerb, den wir euch verkaufen. Und wir gehen hinter die, und da findet so eine komische Linie statt. Die Linie von so einer fast schon Fake-Welt, weil wir sagen ja, nein, der Wettbewerb ist nicht echt. Gleichzeitig kommt dahinter aber wieder eine neue Linie, weil wir trotzdem irgendwo dahinter Landesmeisterschaften und deutschsprachige Meisterschaften veranstalten, wo wenn man da sagt, die Punkte sind nicht der Punkt, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen, um sein Gemüt zu beruhigen, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh, ich habe ja gar keine Lust, deutschsprachiger Meister oder deutschsprachige Meisterin zu werden. Das fände ich komisch irgendwie so. Und genau diese Konflikte, die unterschiedlich ausgetragen werden, die finde ich auch spannend zu erzählen und darauf zu zeigen. Aber ich glaube, das kriegt nicht jeder Zuschauer mit. Man muss einen Zugang zur Szene finden. Und meine Beobachtung ist, viele Zuschauer finden den, indem sie dann Slammer oder Slammerinnen werden. Das heißt aber, sie wechseln, sie gehen über eine dieser Linien und bleiben in einem anderen Bereich. Und ich finde es auch deshalb interessant, halt eben über Ereignisse zu reden, aber auch eben über Charaktere, um genau dafür ein Gespür, was die Gesamtkonstruktion dieser Szene ist, da einen Einblick zu geben. Weil das ist es. Wir haben starke Charaktere, wir haben Strukturen geschaffen. Wir haben auch Randerscheinungen, die aus unserer Szene erwachsen sind, aber nicht mehr in der alleine verankert sind. Also Künstler, die sich in einer neuen Kombination zusammengetan haben, Musik zusammen machen, wo es auch sinnvoll ist, mal drauf zu zeigen, zu sagen, schau mal, das ist auch aus uns hier erwachsen. Gleichzeitig aber auch gibt es inhaltliche Debatten in dieser Szene, die spannend sind. Ein großer Aufruhr war damals bei den deutschsprachigen Meisterschaften diese Münzwurf-Geschichte. Und wir Slammer haben daraus jetzt intern, es ist manchmal ein Running Gag, manchmal ein Gesprächsthema. Und wenn dann aber ein Zuschauer dabei steht und sagt, ach ja, wie beim Münzwurf damals, hahaha, dann sagt der Zuschauer, der kennt den Münzwurf nur, weil man eine Münze wirft. Für den ist es gar nicht mit dieser Situation aufgeladen. Und das ist es, wir haben Historie, wir haben historische Ereignisse in unserer Szene, die aber schwer nachzuverfolgen sind. Es machen gerade Leute tolle Arbeit auf Wikipedia, das ist da, aber es gibt immer noch einen Unterschied zu dem, was eine journalistische Arbeit ist, die halt auch mal was dokumentiert oder mal ein Feature macht oder halt auch mal ein lustiges oder interessantes Interview, wo nochmal eine andere Seite präsentiert wird. Und das ist diese Vielfältigkeit, die schon angesprochen wurde, die sieht man im Moment nur schwer, wenn man nur die Dosis an einem Abend im Monat vielleicht kriegt. Oder von mir aus, wenn es ein sehr engagierter Zuschauer ist, eben einmal die Woche sich irgendwo einen Slam reinhaut, der sieht dann zwar diesen Abend, aber der weiß auch nicht zum Beispiel, wie so eine Veranstaltung entsteht und was dahinter steckt. Und das sind Einblicke, wo ich glaube, das ist gut, die zu zeigen. Man muss jetzt nicht sein Geschäftsbuch aufmachen, so, das nicht unbedingt, aber schon Leuten auch zu erklären, das ist die Arbeit, die dahinter steckt. Wir sind nicht nur ein paar Leute, die Wörter aneinander geflanscht haben, uns da hinstellen und einen erzählen wollen. Da passiert mehr. Da passiert Arbeit. Aber was hat der Zuschauer davon, wenn er merkt, ah ja, gut, da steckt jetzt Arbeit dahinter. So, ich gehe ja auch auf ein Konzert und gucke mir eine Band an, ohne mir ja richtig Gedanken darüber zu machen, wie viele tausend Roadies da jetzt rumrennen und was da alles dahinter steckt. Aber trotzdem wissen alle, wer Marek Liebermann ist. So, also der spielt kein Instrument, der organisiert ein riesiges Festival und das macht er für diese Leute. Und das ist die Stelle, wo er relevant wird und auf einmal gibt er Interviews für große Zeitungen, weil sie ihn fragen, Herr Liebermann, warum zum Teufel laden Sie sich hunderte versoffene Rockstars ein und stellen dann noch genauso viele versoffene Leute vor die Bühne, weil es ein Publikum interessiert, weil jemand dieses Interview lesen will und sagen will, geil, der organisiert mir dieses Festival. Wie und warum tut er das? Was wolltest du dazu sagen? Hast du schon mal eine Dokumentation in irgendeiner Weise über eine Band oder so gesehen? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, dass es vielen Menschen anders geht. Und es gibt ja viele Interviews. Und ich glaube auch, wenn jetzt mehr Impact aus der Szene selbst kommt und vor allem durchdachte Berichterstattung, können wir dadurch auch so ein bisschen Qualitätssicherung treiben. Weil ich glaube, die meisten von uns kennen das, ein Zeitungsartikel über einen Poetry Slam und du packst dir einfach nur an den Kopf. Und das nicht nur, weil die Namen teilweise katastrophal falsch geschrieben sind. Die erste Künstlerin hat einen wundervollen Poetry Slam vorgetragen. Und wir sitzen alle da und knirschen mit den Zähnen, weil wir sagen, nein, Poetry Slam ist die Abendveranstaltung. Aber wir wehren uns auch nicht journalistisch dagegen, indem wir alle Artikel schreiben, die immer wieder das klar herausstellen. Ja. So. Weil das ist ja auch echte Journalisten, die nicht Szene gebunden sind, die dann nicht den Zugang haben,
die gucken in die Quellen sind ein bisschen wischiwaschi und dann schreiben sie, er hat einen schönen Slam geschrieben. Ja. Das, ja. Anstatt dass wir uns dann quasi jedes Mal darüber beschweren oder so, was eben nicht zu viel führt, können wir halt einfach zeigen, wie man es besser machen kann. So. Das würde für euch aber auch bedeuten, dass der Journalist oder die Journalistin aus der Szene kommen muss. Nee, aber der Szene nahestehend sein sollte. Es ist ja auch nicht so, also diese engagierten Zuschauer, die selber nicht auf die Bühne gehen als Slammer, die gibt es ja durchaus auch. Ich weiß zumindest einen ganz konkreten Fall, dass der Organisator des Slams in Kleve, der hat als Superfan angefangen quasi. Der fährt zu den deutschsprachigen Meisterschaften. Der kennt aber auch die Slammer und alle werden ihn als befreundet wahrnehmen, aber der schreibt halt keine Texte. Und er wäre meines Erachtens nach super dafür prädestiniert, weil er genau auf dieser Linie steht. Er ist der Zuschauer, der sich mit dieser Szene identifizieren möchte. Der gesagt hat, ich möchte, dass Slammer in meine Stadt kommen, deshalb organisiere ich einen Slam. Das alleine übrigens für mich schon eine geile Geschichte. Der Superfan, der sich dann selber in seiner Stadt einen Slam gebaut hat, um das, was er liebt, zu sich zu holen. Geiles Teil. So. Und ich glaube, dass es diese Menschen gibt, aber im Moment ist die Identifikationsfläche schwer, weil manchmal ist die Identifikationsfläche mit den Künstlern, die man mag, 3x6 Minuten an dem Abend. Und danach sitzt derjenige im Backstage, was ja auch berechtigt ist. Ist ja auch Arbeit wirklich an dem Abend. Aber es ist schwer, als Zuschauer dran zu kommen. Das nächste ist der Like auf einer Facebook-Seite und das fühlt sich für niemanden wie eine tolle Verbindung an. Also keiner... Niemand druckt sich das aus, dass er die Seite geliked hat und hängt sich das zu Hause. Hoffentlich macht das niemand. Also für dich wäre mit einer Berichterstattung auch verbunden, dass sich sowas wie richtige Fangemeinden bilden könnten. Das weiß ich nicht. Also so weit will ich nicht gehen, aber... Interesse ist ja auch schon. Ich formuliere das immer so, schon mal wenn man sich eine Szene als Ganzes anguckt, dann sind gerade bei den Musikszenen, fällt es auf, die Fans Teil dieser Szene. Mhm. So. Also im Hip-Hop bezeichnest du auch den Jungen, der keinen Rap macht und so, der vor der Bühne steht und seine Klischee-tiefe Hose da irgendwie anhat, der ist auch Hip-Hopper. Du erkennst einen Hip-Hopper auf der Straße, wenn du einen siehst, oder du hast zumindest Leute im Verdacht zu sagen, das könnte ein Hip-Hopper sein. Ja, mal so. Ja. Inzwischen ist es... Die sehen halt jetzt ein bisschen anders aus. Ja, wobei heute ist doch, wenn du dir das anguckst, der ist im Gesicht tätowiert, der könnte Trap-Rap machen. Egal. Du hast Leute, die du Szenen zuordnen kannst, weil es bestimmte Verabredungen gibt, was weiß ich nicht was. Aber die Zuschauer gehören dazu. Also Wacken ist nicht ein Festival von Mettlern für Zuschauer, sondern es ist ein Metal-Festival. Und die Tatsache, dass bei uns Zuschauer halt auch noch Zuschauer, ich möchte keinen Begriff, ich möchte sie nicht Slammies oder sonst was, das klingt alles, fühlt sich komisch an, wenn ich das sage. Aber das ist es. So, wir haben, Zuschauer sind Zuschauer bei uns. Und das haben andere Kulturbereiche auch, dass nicht diese krasse Immersion irgendwie stattfindet, die so angebunden werden. Aber eigentlich wünsche ich mir das, weil es eine coole, bewegliche Kulturszene ist, die ich mit einer Musikszene manchmal fast vergleichbarer finde als jetzt zum Beispiel mit Theater oder sowas. Genau deshalb, weil in der Musik stehen die Punkband von morgen steht bei der anderen Punkband vor der Bühne. Die gucken sich das an, sagen, das könnten wir sein. Und dann machen die das. Dann gehen die in ihre Garage und schustern los irgendwie. Und das finde ich ist beim Slam ja auch gegeben. Und dann finde ich, sollten wir diesen Zuschauern, die da sitzen, auch was anbieten, um entweder Impulse zu schaffen, sich mehr einzubringen, dadurch Slam auch stark zu machen, also noch stärker zu machen. Ich will jetzt nicht, dass Slam gerade schwach ist. Aber auch einfach genau, das andere ist ja auch, es passiert auch andersrum. Wir wissen ja auch gar nicht, was die Zuschauer wollen. Wir sind alle sehr, sehr klug, denken wir, und behaupten zu wissen, was Zuschauer wollen. Und dann stehen wir da und sind überrascht und verstehen nicht, warum bestimmte Texte gefeiert werden, die wir selber nicht so geil finden und keine Ahnung. Also da gibt es zig Beispiele für. Und dieser Kontakt wird, glaube ich, dadurch leichter. Ein Leserbrief von einem Zuschauer würde ich total feiern. Würde ich super gerne lesen. Und wenn es auch ein Beschwerdebrief ist. Ja, ist ja unbedingt. Ja. Fast noch viel mehr als Lob und Anerkennung. Wenn da jemand schreibt, ich liebe Slam, aber das war an dem Abend wirklich doof. Cool, ja, danke. Das ist Entwicklungspotenzial. Also du sagst auch, der Kontakt zu den Zuschauern ist super wichtig, wenn es ums Thema Berichterstattung geht. Ja, es bringt halt auch mal eine andere Facette rein, weil dieses
eine Veranstaltung, wo wir uns auf die Bühne stellen, unser Ding machen. Es gibt Zuschauer, die das eben gut finden oder vielleicht auch nicht gut finden. Da passiert zu wenig. So, und das ist, also ist, glaube ich, auf Dauer irgendwann einfach langweilig. Und genau durch Interaktion kannst du einfach immer wieder auch neue Facetten mit reinbringen. Und du kannst halt auch reagieren, bevor sich vielleicht irgendwann das Slam-Ding auch so ein bisschen ausläuft, weil zu wenig Neues passiert. Und ja. Okay. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen und ihr sagt beide, ja, wir brauchen eigentlich eine Berichterstattung, aber wie könnte die denn konkret aussehen? Denn es ist ja schon so, der normale Journalismus ist schon irgendwo in einer Krise. Zeitungen laufen nicht mehr richtig, selbst Radio hören nicht mehr ganz so viele Leute wie früher. Also welches Medium würdet ihr wählen? Alle. Also das ist das Schöne. Der Journalismus, der geschäftliche Journalismus läuft vielleicht nicht schlecht und da habe ich auch leider keine Lösung für parat. Tut mir leid, Journalismus. Aber wir leben in den am besten dokumentierten Zeiten jemals. Also ein bisschen was passiert auch was, auch wenn es nicht traditioneller Journalismus ist. Aber die Slammer, wenn man sie denn dann findet, auf Instagram, da passieren Dinge, da wird auch was dokumentiert. Nur halt in einer moderneren Form. Aber wir haben ja alles zur Hand. YouTube, wir haben Podcast-Sachen, die laufen, die aus unserer Szene auch erwachsen. So. Nur da wäre es halt cool, wenn auch über Slam gesprochen wird. Einige haben auch Blogs zum Beispiel. Also jetzt mal, dieses ganze Format hier ist ja auch ein bisschen aus der Arbeit, die wir mit unserem Blog machen, erwachsen. Und das ist auch ein bisschen der Grund. Also ich erfülle da auch meine Sehnsucht nach Journalismus über die Szene immer ein bisschen dadurch, dass ich versuche, selber ein bisschen was zu machen. Und das ist nicht mal kompliziert. So, ne? Also es ist tatsächlich ein mal wieder drüber schreiben. Als ich angefangen habe, war es super üblich, dass auch Leute auf Facebook viel über Slams gepostet haben, auf denen sie waren, Stimmungen beschrieben haben und sowas, auch auf ihren Facebook-Fanseiten. Wir hatten einen sehr zerworfenen Journalismus, der stattgefunden hat. Der war halt nicht gebündelt an einer Stelle. Das wäre die einzige neue Sache, die ich sagen würde, die wir brauchen. Vielleicht wäre es cool, wenn es so einen Platz gibt, wo das zusammenläuft, der das bündelt. Alles? Ist das auch deine Meinung? Relativ, ja. Also ich meine, Zeitungen werden ja oder Zeitschriften werden immer noch gelesen, Radio wird immer noch gehört. Es wird für die Betreiber natürlich immer schwieriger, sich zu finanzieren, aber es stirbt auch nicht aus. Ich meine, wir merken das ja selber bei Veranstaltungen. Wenn wir in der Zeitung stehen oder im Radio angesagt werden, dann macht das normalerweise auch einen Unterschied, was die Publikumsgröße angeht. Also es wird auf jeden Fall weiter genutzt. Aber eben ja, Podcasts, YouTube, Blogs bringen halt viel. Und gibt es eben auch von vereinzelten Künstlern. Aber da wäre es eben auch spannend, mal so den Gesamtkontext zu sehen. Und nicht immer nur, dass jeder vielleicht seine Texte postet oder ein Tourtagebuch, sondern einfach auch mehr Connections untereinander stattfinden. Was können wir machen? Was ist spannend? Mich reizt es zum Beispiel jetzt eigentlich mal so ein Interview mit dem Macher oder ins Lebenrufer von dem Kleber Slam zu führen, weil einfach bei ihm auch immer, was ich so krass fand, diese absolute Begeisterungsfähigkeit für das Format, die mir selbst als Künstler zwischendurch manchmal wieder ein bisschen abgeht, weil es halt eben auch Arbeit ist und man sich halt dran gewöhnt, das zu machen und irgendwann ist es normal und diese Euphorie ist eine Kunst, das so am Leben zu halten und bei ihm ist das so großartig, dass er halt so voll dahinter steht und da so viel Energie reinsteckt. Eben ja, einfach mehr im Netzwerk zu denken und eben nicht jeder kocht sein Süppchen für sich, sondern was können wir machen, was spannend ist. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich euch noch fragen soll. Impuls? Ein Schlusswort wäre jetzt hier passend, weil ich glaube, wir haben auch noch so eine Minute oder so. Okay, gut, alles klar. Ja. Ich fand, das ist jetzt ein schöner Abschluss. Ihr sagt, wir brauchen alles. Also ran an die Tastaturen, die Mikros und vernetzt euch.